Vegane und glutenfreie Haselnuss-Kokoskekse. Ich zeige euch, wie es geht. 50 Gramm geschmolzene Butter, 100 Gramm Kokosmehl, jetzt noch Happy Hazel. Sind jetzt genau 100 Gramm vom Happy Hazel Spread. Da kommt jetzt noch eine halbe Tasse Wasser hinzu und dann wird das vermischt. So, und das Ganze kommt jetzt in den Kühlschrank, damit es ein bisschen fest wird und dann wird es gebacken. Also der Teig schmeckt schon mal richtig gut. Ich werde jetzt die Förmchen von Trend Trailer benutzen und da leckere Kekse dann draus backen. Oh, eine etwas krümelige Angelegenheit. Die wandern jetzt in den Backofen. Und die Bällchen, die sind innen noch sehr, sehr weich. Die werde ich jetzt auch mit Cappuccino-Schoko toppen. Und es ließen sich richtig gut Kügelchen formen. Und fertig sind die zuckerfreien Kokos-Schoko-Haselnuss-Kekse.